die Hupe. Das ist so das, was man sich vorstellt. Rückwärts ausparken im Auto, was eine Million kostet. Einen wunderschönen guten Tag und frohes neues Jahr 2021. Ich bin sehr gespannt auf das Jahr. Kann, glaube ich, für alle nur besser werden. Heute sind wir nochmal in München bei meinem Kumpel David, den kennt ihr ja schon. Hallo. Kartech Knowledge in Munich. Alles im Griff? Alles im Griff. Neues Jahr. Neues Glück. Das ist hier F40 Motörchen. Und das ist ein Motor aus dem 458 GT2. Auch nicht so schlecht, ne? Ne, ist nicht schlecht. Schau mal, was das für schöne Lichter oben drauf hat. Das ist schon. Oder Tränen hat. Ja? Geiler Motor. Ich meine, wir waren ja schon mal da, wir haben die ganzen Autos gezeigt und so, wir haben kurz ein bisschen deine Werkstatt gezeigt, aber das ist ja noch viel mehr. Porsche Sports Cup, da kennen wir uns auch schon seit 1000 Jahren. Kompletter Service für die Kunden, inklusive Unterstellung der Fahrzeuge, aber auch komplette Restauration. Ne? Ein F40 habe ich gesehen, da ist ja quasi nur aus Monocoque da. Motorsport ist ja nur ein Teilbereich von uns. Unser Hauptgeschäft ist ja ein normales Tagesgeschäft, was wir machen. Und wir machen unsere Restauration und unsere klassischen Rennfahrzeuge. Das ist eigentlich so eins unserer Hauptgeschäfte und wir teilen das ja in drei Abteilungen. Und die vierte Abteilung ist eigentlich der Castaway-Job, was wir noch haben. Ja. Schau mal, wie tief der Motor ist. Siehst du, wie tief der Bauch? Ja. Verrückt, ne? Das ist schon ein wunderschönes Ding. Wunderschönes Ding. Das ist echt sexy, ne? Und feinstes Carbonara, selbstverständlich. Und das ist eine 40. Das ist ein 2,0 Liter Biturbo mit Einzelrostklappen. Und der kommt jetzt in das Auto rein. Also, du hast gerade 2,0 Motor gesagt. 2,9 Liter. Achso, 9 hast du vergessen. 2,9. Ja, aber hab das ich? Hast du gerade vergessen. Nein, habe ich gesagt, du hast mich nicht verstanden. Vergessen? Der hat mich nicht verstanden. Das ist ein 2,9 Liter Motor mit zwei Turboladern und einer Einzeldrosselklappenanlage. Und der kommt jetzt in den F40 rein, den wir gerade restaurieren. Da ist das der Motor davon. Das ist das Getriebe davon. So 2,9 Liter Biturbo in so einem F40, das ist auch richtig fies, ne? Schon mal gefahren? Willst du noch machen? Sollen wir mal machen? Ja. Ja, dann geht's mir. Aber ja. Der Motor muss erstmal irgendwo. Dann bauen wir eben den Motor ein, ja, und dann fahren wir eine Runde. Oder zum Glück haben wir schon ein fertiges Auto, was läuft. Das kann dazu. Dann probieren wir das aus. Ja? Das ist geil. Also los. Wir fahren F40, ich freue mich drauf. Bin noch nie F40 gefahren, noch keinen Meter. Das ist mega. Das ist eines der emotionalsten Autos, die du gefahren hast. Ja, komm, ich mal gucken. Komm. Biest. Erzähl mal. Über das? Über das. Über das? Ja, das ist ja. Das ist hier, das ist das Auto, das GT2 Auto, wo der andere Motor von ist mit dieser ganzen Zen Airbox. Ja, da geht der linke Motor rein. Da geht der linke Motor rein und da geht der rechte Motor rein. Ja. Das ist jetzt ein Auto, was jetzt restauriert wird. Das hier ist ein Auto da, das ist zum Überwintern da und da machen wir so eine kleine Vorbereitung für die nächste Saison. Und dann probieren wir das jetzt mal für dich, dass du mal schauen kannst, wie sowas fährt. Ja, genau. Es ist ein Special-Auto von einem Bekannten von uns. Mhm. Und der ist 2,50 Meter
90. Das haben wir so ein bisschen anpassen müssen, dass er da auch reinpasst. Deswegen ist da jetzt auch kein Himmel drin. Jetzt haben wir ein bisschen weiter nach hinten machen müssen und dann musste das Lenkrad musste ein bisschen weiter raus. Also wir Zwerge sitzen da ungefähr so drin. Das ist jetzt ergonomisch für uns nicht ganz optimal, aber es ist egal. Du wirst es überlegen. Es ist vollkommen egal. Schlimmer. Es ist ein bei so einem Auto und der Möglichkeit, dass wir überhaupt mitfahren dürfen. Es ist egal. Also an dieser Stelle vielen Dank. Von was für einem Baujahr sprechen wir hier? Das Leistung? Ist ein 89er Baujahr. 89. Das Auto hat, wie gesagt, das hat 2,9 Liter. Biturbo aufgeladen, hat eine einzellose Klappenanlage drauf mit zwei großen Ladeluftkühlern, ein Wastegate hinten für die Turbolader und hat 480 PS, ja, die wirklich sehr, sehr emotional sind zum Fahren. Du wirst es ja gleich sehen. Es da ist, gehe ich von unfassbar. Ich finde, allein die Schaltkulisse ist ja schon der Hammer. Sehr spartanisch. Ja. Ist das nicht ein bisschen hakelig zu schalten? Es ist hakelig zu schalten, aber das ist so, wenn du da so im Flow bist, ist das, macht es wirklich... Es gibt selten ein Auto, das so Spaß macht zum Fahren. Ja, und auch wenn du vom Gas runter gehst, du wirst es ja dann hören, das brabbelt hinten so raus. Das macht eigentlich kein anderes Auto. Das ist unfassbar. Das ist halt einfach so ein Oldschool-Rennauto für die Straße. Ne? Es sind ja relativ viele davon gebaut worden. Es sind ja 1500 Autos gebaut worden. Wie viel? 1500. 1500? Ja. Relativ viele, aber ist preislich ist es auch wirklich super stabil. Trotz dieser hohen Anzahl, die gebaut wurden. Und für mich eins der emotionalsten Autos aus der Zeit damals. Wo sprechen wir da preislich von? Die kosten ab 1 Million. Wahnsinn, ne? Für ein bisschen Reifen, bisschen Karosse. Ein bisschen ist auch so von der Konstruktion, wenn du dir das anschaust, von den ganzen Schweißnähten, würde man heute... Italienisch. Es ist sehr italienisch, ja. Obwohl es so italienisch ist. Probier es aus. Und sag mir dann deine Meinung, es ist unfassbar. Weißt du, was ich auch extrem stylisch finde an dem Auto, dass nur auf der rechten Seite F40 steht. Das ist mir noch nie aufgefallen auf dem Flügel. Ja, links steht es nicht. Das darfst du bitte niemandem sagen. Hier steht es drauf. Das finde ich, keine Ahnung, ich finde das irgendwie, das ist so... Ja, das ist, wenn du halt überholst, damit man weiß, was dich überholt. Ja, genau, links brauchst du es nicht, oder du wirst nicht überholt. Ja. Auch die Räder. Das Design ist auch momentan schwierig. Es gibt auch nur zwei Reifenhersteller, die das jetzt momentan irgendwie machen. Das ist so ein 335-35. In 17 Zoll gibt es auch nicht viele Hersteller. So geil. Der ist breiter, also hoch. Die Speedline-Felgen, wenn die halt noch so schön sind, das steht ja alles. Weißt du, viele haben das auch gar nicht mehr. Wenn das hier alles so schön, ja, schön auch drin steht, ne? Rein drin steht und alles reinwächst. Das ist 13. Das ist eine 13er Felge. Den 17 Zoll. Ist wirklich was gedacht. Ich finde, das ist ja, ich muss ja ganz kurz da sagen, die alten Autos, die gehen mir ja unter anderem so gut rein, weil die einfach so lässig sind. Du hast ja als kleines Kind, weißt du, das ist ja so meine Zeit. Du bist noch klein älter war, als ich, ne? Ich bin noch älter wie du, als ich klein war. So hast du halt als kleines Kind Rennautos gemalt. Oder so hatte ich als kleines Kind Rennautos. Ich bin ja so ein riesen Carrera GT-Fan. Ne? Also Carrera GT bin ich aber schon gefahren und da war ich ähnlich aufgeregt. Aber das Ding berührt mich irgendwie noch ein bisschen mehr. Warum, weiß ich auch nicht so genau. Aber es ist noch krasser. Aber das ist wirklich heftig. Also wenn dir einer so ein Auto gibt für 1 Million Euro und sagt, hey, viel Spaß, gute Fahrt, ne? Brauchst du so einen Moment, um das zu begreifen. Wenn du dann da drin sitzt und damit fährst und so, ist es immer krass. Und bei dem Ding, F40 ist einfach so eine Ikone. Ich werde mich da jetzt mal reinschälen. So, das, was man sich vorstellt. Rückwärts ausparken aus irgendeiner Garage bei einem Auto, was 1 Million kostet. Und ihr seht, also der ist wirklich groß, ne? Guck mal, wie ich hier drin hocke. Etwas seltsam. Ja. Ja gut, aber ich meine, klar, wenn du so ein Auto hast, dann willst du dann natürlich auch fahren. Und wenn du dann so groß bist, ist ja auch hier der Himmel raus, ne? Der sitzt dann hier so in dem Auto ungefähr. Ich hänge mit der Fußspitze an der Lenksäule. Heißt, wenn ich lenke, dann ja, hänge ich so ein bisschen an der Lenksäule, wenn ich nicht richtig auf dem Pedal stehe. Also, so ist das halt bei Autos wie dem. Oh,
das Gaspedal ist, also da ist richtig Widerstand. Das ist richtig, richtig harter Widerstand. Man muss da wirklich feste drauf drücken, damit da überhaupt was geht. Das ist schon ein abgefahrenes Gefühl einfach, wenn du mit so einem Ding fährst. Ist doch geil, oder? Wenn du vom Gas gehst, ist es. Das war doch mal zur Soundkulisse, ist doch abgefahren, oder? Total. Hast du Angst, Sandro? Nee, ich fühle mich nur ganz so eingequetscht. Ist nicht viel Platz hier drin. Hey. Schaltknauf und so, ne? Das ist so geil.
auch überhaupt nicht, dass es hakelig ist. Echt? Aber was ich krass finde, ist echt das Gaspedal. Guck mal, wie du da drauf. Also, da musst du wirklich schon ein bisschen Druck ausüben. Aber das ist halt oft bei alten Autos, also was jetzt nichts mit dem Alter zu tun hat, sondern das war halt auch schon so, als sie neu waren. Ne? Willst du nochmal von außen ein bisschen filmen? So, wenn wir Gas geben? Auf jeden Fall ein extrem krasser Stuhl. Also du hast einfach so viel Respekt vor diesem Auto. Gar nicht mal, weil es jetzt irgendwie ultra schwierig zu fahren ist oder so, sondern einfach, weil es einfach dieses Auto ist. Ja. Wenn du das mal anguckst hier, können wir vielleicht gleich nochmal an dem auseinandergebauten F40 da vorne schauen. Das ist halt wie ein Rennauto. Ne? Carbon, alles Carbon. Hier die Sitze. Hast du ja wie so ein Monocoque. Das war wirklich einfach damals der Knaller und ist heute immer noch der Knaller. Hier alles natürlich aerodynamisch perfekt, komplett versteckt, aber dann hier noch so ein oldschool stylisches Schloss. Das finde ich so geil. Hier machst du quasi, das ist die Hauptverriegelung. Kannst dann abschließen separat. Das ist echt sensationell. Genau, dann gehen wir jetzt mal rüber. Da haben wir einige Teile liegen und hier seht ihr quasi Monocoque. Einfach ein abgefahrenes Ding. Ne? Du hast ja, das ist ja quasi kein Voll-Carbon-Monocoque, wie es heute ist, sondern es ist quasi so eine Mischung. Ja? So, hier siehst du das, haben die ihre Rohkarosse und dann vorne einfach verlängert durch den Rahmen, vorne und hinten. Das ist so ein bisschen wie beim 458 theoretisch. Ne? Da ist es genauso gemacht. Auto hier ist jetzt komplett restauriert. Was halt zu restaurieren ist, was zu restaurieren geht. Du hast ja hier solche Sachen. Das ist natürlich schwierig, weil die sind halt einfach 30 Jahre alt. Und alles, was so Verbundmaterial ist und Carbon, GFK etc., das wird halt auch nicht schöner, dadurch, dass 30 Jahre alt ist. Ne? Und hier sehen wir diese Tankblasen, die ich gerade angesprochen habe. Ne? Das sind die Dinger. Hier auch wieder diese Folie für den Wärmeschutz. Und diese Blasen hier links und rechts, die müssen halt alle 5 Jahre getauscht werden. Und deswegen ist es nicht nur teuer, so einen F40 zu kaufen, es ist auch noch teuer, den zu unterhalten. So ein Auto, wenn du dich da verschaltest oder verkehrt anfährst dauerhaft, das wird dann auch teuer. Das ist nicht so wie heute, setzt sich in GT3 und fährst los. Das ist halt noch richtig Beinarbeit und alles sehr spartanisch. Ich bin jetzt die ganze Zeit hier mit der Spitze immer an die Lenksäule gekommen. Ne? Du hast dann erst nicht gemerkt und wenn du dann lenkst, dann denkst du, okay, was bewegt sich denn da? Wenn du heute ein Auto ausliefern würdest und da würde ein Kunde kommen und sagen, hör mal, wenn ich lenke, bin ich mit meinem Fuß da an der Lenksäule. Die würden das Ding wieder auf den Hof stellen, sagen, du hast ja nicht mehr alle. Ne? Und damals war halt so. Kleiner Traum auch, der in Erfüllung gegangen ist, so ein Auto mal fahren zu dürfen. Und ich meine, guck mal, wie der da steht. Das ist einfach ein geiles Auto. Und dann noch zu sehen, was alles so unter dem Kleid steckt, ne? Und was so gemacht werden kann oder gemacht werden muss an den Autos. Weil, die Heckscheibe ist auch sehr interessant irgendwie. Ja, ne? Also das sind so Themen, das ist ja, also ich meine, ich will auch gar nicht wissen, was so ein Teil kostet. Ich weiß auf jeden Fall, dass ein gebrauchter Motor 200.000 kostet. Aber die Scheiben sind noch nicht aus Makrolonen, weil die sich verfärben, oder? Ja, das, ich weiß nicht genau, was für ein Material ist. Es ist auf jeden Fall eine Art Kunststoff. Vielleicht kann man schon vorstellen, dass es auch Makrolon ist. Ja? Ich denke mal, wenn Makrolon 30 Jahre alt ist, es war halt damals genauso ein Hypercar wie heute ein 918er oder sowas, ne? Oder ein Königsegg oder so. Dass heute etliche Hersteller so ein Auto bauen und damals gab es 3. Jaguar, Ferrari, Porsche. Bugatti, EB110. Ja, aber der kam ein bisschen später, ne? Ne, 90 war der. Der war in den 90ern. Ja, der war Anfang der 90er. Ja. Ende 80, da gab es nur die 3. 91, 92. Wobei auch der Jaguar ist, glaube ich,
auch schon 90, ich weiß es nicht. Aber egal, es gibt eine Handvoll oder gar eine Handvoll. Endtopf in verschiedenen Varianten. Das ist mit Auerröhrchen wahrscheinlich. Und das hier sieht ein bisschen aus, als wäre es wenigstens in Teilen straßentauglich. Ich glaube auch nicht, dass ein Polizist auf die Idee kommt, dich anzuhalten mit dem Auto und zu sagen, Günther, ich meine, dein F40 wäre zu laut. Oder zu tief. Oder zu tief. Hier hast du wie so einen Seitenauffahrschutz. Ne? Das haben die schön gemacht, dass das hier quasi in so einem Verbund ist, direkt mit der Rohkarosse oder mit dem Monocoque. Geil gemacht. Carbondach. Da hast du hier so ein Kreuz drin, ne, für die Steifigkeit, dass das alles funktioniert und hält. Das hier wie so ein Sportbügel da drin, ne? Ab Serie direkt im Chassis integriert. Hosenträgergurte. Eigentlich wäre da ein Himmel drin, genau, weil er so groß ist. Kein Platz mehr für Himmel. Pedalerie, alles wie gesagt sehr spartanisch. Die Jungs haben an dem Auto ein bisschen gearbeitet, deswegen siehst du jetzt hier ein bisschen Kabel. Das ist eigentlich etwas weiter da oben. Dann hast du hier Löschanlage drin. Ja, ist auch nicht schlecht. Guck dir mal das Gaspedal an. Dieses stehende Gaspedal. Was das einfach. Das ist doch einfach nur Porno, das Ding. Also das war auf jeden Fall eins meiner Highlights. Was hältst du sonst von den Autos aus Italien? Ich finde die schön, muss ich sagen. Also ich bin Ferrari-Fan, weiß ich jetzt nicht, aber ich finde die Autos gut. Also die machen gute Sachen. Ich bin ja auch letztes Jahr mal den 488 GT3 auf der Nordschleife gefahren. Leider nur im Qualifying, weil dann meinem Teamkollegen ein kleines Malheur passiert ist. Und auch da muss ich sagen, sensationelles Auto. Das war GT3 technisch schon mega. Also ich glaube wirklich, dass das auf jeden Fall eines der besten Autos ist. So, ich muss sagen, auch hier 458, tolles Auto. Aufgrund der Ehrfurcht und des bescheidenen Wetters konnten wir jetzt nicht so viel und so schnell fahren. Aber ich finde, es war trotzdem einfach ein Hammer, um einfach das Auto mal zu zeigen und so hautnah dran zu sein. Also mir hat es auf jeden Fall viel Spaß gemacht. Bis später, ciao.